I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. 4 Fallen 3 DS featuring Crush for the Fig 89. Weiter geht's wieder beim Betrachten des Movesets und der Ultra Smashes mit Fox. Ja, weil wir wollen ja noch die ganzen Movesets uns immer noch angucken. So, jetzt sehen wir uns mal das Moveset von Fox an. Der normale Standard-Kombo. Und wenn man mehrmals drückt, ja auch dasselbe. Mit seiner Kick-Kombo. Und natürlich noch Angriff nach oben, nach unten, auf der Seite und Sprint, der Sprint-Angriff. Und jetzt der Smash-Move nach oben. Der Flip-Kick nach unten. Und auf die Seite. Und jetzt noch der Special-Move nach unten. Ist bestimmt der, das ist der Schild, der Geschoss abwehren kann. Und zusätzlich noch den Gegner ein bisschen wegstößt. Und noch auf die Seite. Mit denen er auf den Gegner zustürmt. Das war früher der Fehler im Brawl, dass man da... Oh. Ja. Das ist auch hier der Fehler. Wenn man zu nah an der Kante steht, dann kann man der Angreifer sofort ins Ausfüllen. Weil hier hätte man das noch ausgebessert. Wenn man da nicht so nah an der Kante steht, dann kann man da von den seitlichen Spezialangriffen nicht runterfallen. Es ist nur ein sehr schneller Angriff. Aufladen lässt er sich nicht. Er ist eigentlich recht schwach, aber er hat vielleicht nur für ganz schnelle Taktiken gedacht. Weiß nicht genau, wofür man den braucht. So. Und B-Knopf ganz normal, damit setzt man seine Laserpistole ein. Den man natürlich mit B sehr schnell feuern kann. Aber der Gegner erleidet durch keinen Rückstoß. Und jetzt der beste Angriff nach Spitzer nach oben. Bam! Der hat es am meisten drauf. So. Und jetzt noch die Luftangriffe nach unten. Auf die Seite. Nach oben. Und ganz normal. Ja. Wenn wir... Also... Wenn wir in der Luft des Öfteren A drücken, können wir natürlich diese Kick-Kombo... Nein. Wenn man... Ne? Ich glaube, da bin ich auf die entgegengesetzte Richtung gedrückt, so. Weil es setzt normalerweise immer so eine Luftkombo ein auf der Seite. Mit A-Knopf auf der Seite, so. Jetzt nach unten, mit Special Move in der Luft. Nach oben in der Luft. Und hier die Seite und ganz normal. Eigentlich dasselbe. So, der Ultra Smash. Kennen wir natürlich auch aus Brawl. Der ist genauso auch bei Volko wieder dabei. Komm her. Verdammter Smash Ball. So, er beschwört jetzt nämlich den Landmaster. Den mächtigen Panzer, der mit A-Knopf oder B-Knopf feuern kann. Oh yeah, bam. Und natürlich auch springen. Aber natürlich auch nur zeitlich begrenzt ist. Genauso wie, ja, die anderen Verwandlungen. So, und dasselbe auch bei Falco. Sein Moveset ist natürlich den von Fox ähnlich. Deswegen hat man da eher gemunkelt, dass er bei Super Smash Bros. 4 dieses Mal rausgelassen wird. Aber da hat man sich stattdessen für Wurf entschieden, dass man ihn da raushält. Oh, Roy! So. Natürlich die Standard-Kombo. Wirbelt er richtig auf den Gegner zu. Nach unten. Und nach oben der Angriff. Ich weiß nicht, wie man verhindern kann, dass man, wenn man nach oben guckt, springt. Einfach nur ganz leicht den Analogstick nach oben drehen, dann geht das. Nach unten. Und auf die Seite. Und hier natürlich Sprintangriff. Jetzt noch die Smash-Attacken nach oben. Haben wir schon gesehen. So, auf die Seite. Und nach unten. Ja, okay, das hat nicht getroffen. So. Seine Pistole kann er zwar nur sehr leicht schießen mit B-Knopf alleine. Kann er zwar nur langsam schießen, aber dafür macht er etwas mehr Schaden und der Gegner leidet Rückstoß. Auf die Seite ist natürlich derselbe
Move mit Fox. Und nach unten. Das ist wieder, das ist jetzt ebenfalls ein Schild an, nur den schickt er dieses Mal direkt los auf den Gegner und kann damit auch Geschosse abwehren. Und nach oben ist auch derselbe Move wie Fox. Und jetzt noch nach unten mit A in der Luft. Nach oben mit A in der Luft. Auf die Seite mit A in der Luft. Kann er da nicht diesen... Doch, kann er. Doch, mit dem Kopf macht er das nämlich. Und ganz normal. Mit A-Knopf. So. Und jetzt noch Special Move nach unten. Nach oben. Und hier auf die Seite. Oh. Und B-Knopf ganz normal. So. Und jetzt der Ultra Smash. Personally, I prefer the air. Oh ja. Ja, er bevorzugt eher die Luft, sagt er. Das kann ich mir vorstellen. Wow, 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 wow. Aber der Landmaster darf natürlich selber auch nicht runterfallen, sonst ist es auch. Sonst, ja, stirbt man selber auch. Aber zum Glück kann er ja auch mehr oder weniger fliegen. So. Und jetzt Pika. Jetzt kommen wir mal zu den Pokémon. Helfertrophäe Lin. Blitzhieb. Sie zieht dir Schwert und greift jetzt den nächsten Gegner an. Okay, ja. So, gegen einen blauen Captain. Also gegen einen. Ja, Captain Falcon ist generell blauer, gegen so einen dunkelblauen Captain Falcon. Pikachu ist da auch wirklich groß, weil normalerweise ist eine Pikachu nur 40 cm, aber hier ist er so groß wie Sonic im Normalfall, wenn man das jetzt so betrachtet. Na gut. Okay, Pikachus Normalangriff, wenn man A gedrückt hält. Ja, einfach normal A. Und dann nach unten, seinen Schweif. Nach oben. Und auf die Seite. Und natürlich auch jetzt noch der Sprintangriff. Und jetzt noch Spezialmove, Donnerschock mit B. Nach unten ist Donner. Nach oben ist Ruckzuckhieb, schätze ich mal. Und auf die Seite ist, wenn man auflädt, Schädelwurme. Kann natürlich auch ohne Aufladen angreifen. So, und Smash-Angriff auf die Seite. Zack. Ein Elektro-Kopfnuss oder so. Nach unten ist. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Elektro-Breakdancing. Und nach oben. Bam. Ja, die Größenordnung hätte vielleicht Nintendo wirklich besser hinbekommen sollen, weil Pikachu ist hier viel zu groß. So groß dürfte höchstens ein Raichu sein. So. Und jetzt noch, ja, die Smash-Angriffe haben wir schon gesehen und die Smash-Moves auch jetzt noch. Nach unten der Angriff mit A. Nach oben der Angriff mit A auf der Seite. Und ganz normal. Oh ja. Pikachu hat's drauf. So, und jetzt noch in der Luft mit B auf der Seite, B nach unten, B nach oben und B ganz normal. Und jetzt der Ultra Smash. Wir kennen den Angriff nur zu gut. Und zwar ist es Volt Tackle. Pikachu zu einer einzigen mächtigen Elektrokugel. Und mit A-Knopf können wir zusätzlich noch Schocks erzeugen, wenn wir den Gegner erfasst haben. Oh yeah, Baby Pikachu ist echt OP in der Situation. Und jetzt haben wir hier Glurak. Dieses Mal ohne seinen Trainer Rot. Das heißt also, auf Shigi und Bisasknosp wird dieses Mal leider Gottes verzichtet. Wie schade, habe ich im Brawl wirklich gemocht. Man sieht das echt. Die Größenordnung passt ihm zusammen. Glurak ist auch nur 1,70 groß und Little Mac hier, guck dir das an. Das passt überhaupt nicht so. Mit A-Knopf ist natürlich sein Clown-Angriff gemischt mit einem
Flügelangriff oder ist es ein Kopfangriff? Nein, das ist, glaube ich, ein Schlitzer. So. Mit nach unten, A-Knopf. Nach oben. Und auf die Seite, den Schwanz zu angreifen und Sprint-Angriff. Dieser Kick. Seit wann kickt denn Glurak? Ja, seit Smash Brothers. So. Und jetzt noch Special Techniques mit B-Knopf, Flammenwurf. Wird natürlich auch, glaube ich, noch schwächer mit der Zeit. Ja, ist genauso wie bei Bowser. Und dann noch auf der Seite, das ist Flammenblitz. Ein extrem epischer Angriff. Aber damit schadet er sich leider Gottes auch ein bisschen selbst. Und dann nach oben der Angriff. Ist wahrscheinlich Sturzflug. Und nach unten ist es Zertrümmerer. Okay, und jetzt noch die Smash-Angriffe. Smash-Angriff bitte. Auf die Seite. Bam. Und nach unten. Ein Stampfer. Ich glaube, das ist Erdbeben, was er einsetzt. Dann noch nach oben. Ein, ist das Flügelschlag? Ja, das ist Flügelschlag. Okay. So viel mal zum Flügelschlag. Und jetzt kommt jetzt zu den... Spezialtechniken hatten wir schon. Jetzt kommen wir zu den Luftangriffen. Wenn man nach oben drückt, nach A, nach unten mit A, auf die Seite. Und ganz normal. Und jetzt noch die Special Techniques. Nach unten, nach oben, auf die Seite. Haha, Flammenblitz hat's drauf. Und ja, B-Knopf ganz normal, der Flammenwurf. Kennen wir ja schon. So, und jetzt der Ultra Smash. Ist natürlich auch brandneu. Statt dass er Feuersturm einsetzt, setzt er hier nämlich, verwandelt er sich in Glurak X. Hat natürlich auch stärkere Angriffe drauf. Bam. Und hier. Und B-Knopf. Da setzt er dieses Mal Feuersturm ein zusätzlich. Oh ja. Das ist natürlich Glurak X. Ja, statt Glurak Y hat man sich stattdessen Glurak X hergenommen. Kann ich mir auch, kann ich natürlich auch nachvollziehen, weil Glurak X ist, sieht nicht nur cooler aus. Ich glaube, dass es auch besser ist als Glurak Y. Okay. Lucario. Mal eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, klar, Lucario ist cool, Mann. Echt episches Kampf-Pokémon. Ich glaube, für mich mein Lieblings-Kampf-Pokémon schlechthin. Ohne Scheiß, ich mag Lucario einfach wirklich ziemlich gern. Lucario ist cool, gechillt, alles mögliche. So, die Combo-Techniken. Dann noch, den Smash wollte ich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Auf die Seite. Und nach oben. Nach unten. Und jetzt noch die Special-Techniques. Wenn man auflädt, dann kann man die Aura-Sphäre einsetzen. Kann natürlich auch kleinere Aurasphären erzeugen, wenn man möchte. Auf die Seite ist die Kraftwelle. Und nach oben. Turbo-Tempo? Fragezeichen? Könnte Turbo-Tempo sein. Nach unten ist wahrscheinlich ein Counter-Move. Keine Ahnung. Oder das ist ein Angriff, wobei er kurze Zeit unverwundbar ist. Das weiß ich jetzt aktuell nicht mehr. So, die Smash-Moves auf die Seite sehen wir nochmal. Ja, komm hier runter. Du kannst mit ihm kommen. Nach oben. Ja, du brauchst nicht gleich fliegen. So, und nach unten. Oh yes, baby. Der Ente noch fliegen kann. So, Special-Moves haben wir gesehen. Jetzt auch Luftangriff nach unten. Nach oben. Auf die Seite. Und ganz normal. Und jetzt Special Techniques. Aurasphäre mit B. B nach oben. Könnte mir sogar versuchen, mich selbst aus der Arena zu kicken. Nach unten. Und auf die Seite. Ist wahrscheinlich die Kraftwelle auf der Seite. Bam. Okay, und jetzt Ultra Smash. Komm her. Genauso wie Glurak verwandelt sich nämlich auch
Lucario in seine Megaform, statt dass er seinen Aurastrahl einsetzt, wie in Brawl. Ist er natürlich auch weitaus stärker. Oh ja, man merkt es auch. Oh ja, wenn er seine Aurasphäre auflädt, dann ist Schluss mit lustig. Bam! Oh yes, Baby. Das ist Mega Lucario. Gut, soviel zu Mega Lucario. Jetzt kommen wir noch zu einer der unnötigsten Charaktere. Pummeluff. Naja, aber wenn man meint, ich meine, es muss einen Grund haben, warum Pummeluff in letzter Zeit jetzt so oft verwendet wird. Vor allem in neuen Super Smash Bros. Okay, hier haben wir mal die Standard-Combo-Techniken. Ein Duplex-Heap mehr oder weniger. So, und dann noch Angriff nach unten. Ein Kick nach oben. Oh Gott, das sieht zu putzig aus, ey. Ah, mir wird schlecht. Und auf die Seite. Pummeluff. Jetzt noch nach unten. Da schläft einfach Pummeluff mal ein. Was das bringen soll, weiß kein Schwein. Und das ist Gesang. Damit kann man den Gegner einschläfern mit Special nach oben. Ja. Ganz einfach. Und mit B auf die Seite. Was? Das ist anscheinend Pfund. Oder einfach nur eine Bitch-Slap, mehr oder weniger. Und ja, nach oben haben wir schon gesehen. Und B ganz normal ist diese Rolling Attack. Soll das Balzer darstellen oder was? Wow. Ja, das ist anscheinend Balzer, was es einsetzt. So. Und jetzt noch die Smash-Angriffe. Auf die Seite. Und nach oben. Und nach unten. Okay, und jetzt noch Angriff nach unten mit A in der Luft. Das ist schon mal ein ziemlich cooler Move. Oh, ich glaube, das ist auch ein Move von Kirby. Und nach oben. Auf die Seite. Und ganz normal. Das sieht aber wirklich lame aus, muss ich sagen. Oh, aber hat Durchschlagskraft. Sondern wenn der Gegner hochprozentig ist. Ja, man sollte Pummeluff doch nicht so unterschätzen. So. Natürlich schläfert es auch einen in der Luft. Mit B-Knopf nach unten. Mit G-Knopf nach oben setzt es auch Gesang ein. So, und B-Knopf der Seite. Was ist das? Ja, das ist wieder diese Pfund. Und natürlich auch hier die Walzer-Attacke, mit der er sich beinahe selbst umgebracht hat. Also ein Rettungsmove hat es ja nicht unbedingt. Es muss sich aufs Schweben in Stile von Kirby verlassen. So, aber jetzt schauen wir beim Ultra Smash. Ob es sich dann auch mal so aufbläht wie schon im Brawl. Ja, tatsächlich. Mehr macht es auch nicht. Es drängt einfach alle Gegner weg. So kann man es auch machen. Aber jetzt zu einem wieder wirklich coolen Pokémon noch zu coolen Neuzugang. Oh yeah, Quajutsu. Wird er demnächst auch mal beim Let's Play Again zu Pokémon X und Y verwendet? Und noch dazu. Ja, ich denke, ich nehme. Oder nein, ich sollte lieber Finks hernehmen. Ja. Weil Quajutsu hebe ich mir für ein anderes Pok-6-Generation-Pokémon-Spiel auf. So. Ja, für den Special, die Special Edition zu Pokémon X und Y, die soll ja auch noch als Let's Play kommen. So. Okay, jetzt erstmal ist die Standard-Kombo. Ja, einfach nur zack, 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 bam. Und, das war der Smash-Move. Okay, auf die Seite ist dieser Angriff. Und, Sprintangriff sieht so aus. Nach oben ist dieser Angriff mit der Zunge. Mit dem Zungenschal. Und hier noch nach unten. Und jetzt noch die Smash-Angriffe haben wir schon gesehen. Den auf der Seite. Oben setzt er Kalkklinge ein. Und nach unten auch Kalkklinge. Ja, Kalkklinge wird in der Zeit ziemlich populär. So. Und jetzt noch Spezialtechniken normal mit B. Oh, Wasserschuriken. Ist sogar eine offizielle Attacke. Aufgeladen wird es zu einer Riesenwasserschuriken. Bam. Erinnert mich schon an das Windrasengarn aus Naruto. Leichte Anspielung.
B nach unten. Ist anscheinend ein Counter-Move. Nach unten, ja, setzt es anscheinend Wassertempo. Eine Wasserdüse, genau, Wasserdüse war das. Und B auf der Seite ist Delegator. Ja, den Counter-Move verwandelt es wahrscheinlich in Delegator. Auch in der Luft sieht es genauso aus. Und nach oben setzt es ebenfalls immer noch die Wasserdüse ein. Und auf die Seite ebenfalls diesen Teleport-Move. Vielleicht ist es Delegator oder Doppelteam, weiß nicht genau. Und dann auch hier das Wasser-Shuriken. Und jetzt auch zu den normalen A-Angriffen in der Luft. Normal, nach unten, nach oben und auf die Seite. So, und jetzt der Ultra-Smash. Den haben wir ja auch mal im Trailer gesehen. Der geht bestimmt ab. Okay. Gucken wir uns den mal an. Und los. Oh yeah. Ein Ninja in der Nacht. Zack. Quajutsu hat's drauf. Okay. Und jetzt, ja, zu den neuesten Karten her. Dakant. Ich muss sagen, der hat schon ein gutes Moveset gehabt, muss ich sagen. Hat mir ein bisschen Probleme bereitet. Gucken wir uns das mal an, wie er sich so spielt. Okay, dann nochmal ein Combo-Angriff. Das ist ein Hund, der so blöd aussieht, wie der einfach kämpfen kann. Aber wie schon gesagt, urteile nicht, sondern jetzt gucken wir uns erstmal an. Das war der seitliche Angriff und nach unten mit A und jetzt nach oben mit A. Ja, einfach mal den Arsch strecken und jetzt der Smash Move nach. Wow, auf die Seite nicht schlecht. Schießt er da etwa? Ja, zumindest dort, wo die Zielscheibe ist, nach unten. Ey. Unten bitte. Ja, der schießt einfach. Der setzt einfach seine Schussfunktion ein. Und nach oben. Ebenfalls dasselbe. Okay, nicht schlecht. Und jetzt der Special Move mit B-Knopf. Der schickt mir einfach eine Bombe. Oh, und B-Knopf können wir sie steuern. Wenn wir es öfter im B spammen, dann können wir sie weiter bewegen lassen. B-Knopf nach oben kann uns unsere Ente nach oben fliegen lassen. Und mit B-Knopf auf der Seite können wir einfach eine Diskus werfen. Und das, wenn man B-Knopf noch zusätzlich drückt, dann wird diese Wurfscheibe noch zusätzlich angeschossen. B-Knopf nach unten. Da schaffen wir einfach diesen Westernhelden, der einfach feuert auf den Gegner. Nicht schlecht. Ja, haben wir schon gesehen. Die Ente fliegt dann nach oben. Und jetzt noch Smash-Angriffe haben wir schon gesehen. Gut, dann die Luftangriffe. Das ist ganz normal. Nach unten. Und nach oben. Ja, da schlägt die. Der hackt die Ente herum. Und auf die Seite. Ja, da hackt die Ente richtig zu. Und jetzt noch mit B nach unten. Ja, schaffen wir nochmal diesen Western-Banditen. Und hier nochmal lassen wir die. Tritt uns die Ente mal kurz in die Luft rum. Und ja, auf der Seite. Ja, ist doch mal die Scheibe. Ja. Okay. Und natürlich ganz normal B können wir die Bombe wieder einsetzen. Okay, und jetzt der Ultra Smash. Auf den bin ich schon gespannt. Ich glaube, den habe ich mal irgendwo im Trailer gesehen oder so. Oh, er schickt da seine Enten und. Oh ja! Da schießen jetzt die Räuber ab und er bekommt es mit jede Menge Bomben zu tun. Nicht schlecht. Also, Duckhunt, ja, gar nicht so schlecht. Also, man hat ein gutes Moveset verpasst. Der Charakter an sich, den mag ich nicht, aber das Moveset gefällt mir. Doch, doch, also. Aber ich würde ihn wirklich nur in diesem Super Smash Bros. Behalten. Ansonsten sollte er beim nächsten wieder rausfliegen und ein anderer anständiger Charakter wieder zurückkommen. Das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu Rob. Und er kämpft gleich gegen sich selbst.
So, seine Standard-Combo. Mit A-Knopf. A-Knopf nach unten. A-Knopf nach oben. Und auf die Seite. Und hier der Sprintangriff. Jetzt noch der B-Knopf. What the fuck? Okay. Kann er mir völlig random Lasergeschosse einsetzen? Sollen wir da klar. Also aufladen bringt er nichts. Auf die Seite ist dann wieder dieser Wirbler, der ist gut. Der mag ich. Balalalam. Friss das! Oh yes, Baby. So, und nach unten. Schickt er diesen Kreislauf hin los, der sogar noch stehen bleibt und den, wenn er und den natürlich schadet, wenn er berührt. Und B-Knopf nach oben. Der schwebt einfach mal länger für eine Weile rum. Oder schwebt einfach irgendwie nach oben. Also das setzt jetzt einen Raketenantrieb ein. So, und jetzt der Smash-Wurf auf die Seite. Bam, Laser. Und nach oben. Und nach unten. Blalalam. Okay, und jetzt nochmal eine Luft. Der Angriff nach unten. Angriff nach oben. Auf die Seite. Und ganz normal. Und natürlich Special Move. What the hell? Kann man sogar den Kreisel... Ja, den Kreisel kann man sogar noch aufziehen anscheinend dann. Wirkt anscheinend umso länger. Ja, da ist er eindeutig besser. So. Aber lassen wir mal den Kreisel aus, okay. Wissen wir schon, nach unten... Nach oben ist das, ist der Raketenantrieb. Auf der Seite ist natürlich der Wirbler. Ganz normal ist der Laser. Wow, der ist aber ganz schön stark, wenn er mal längere Zeit nicht verwendet wird. Aber kann nur ein einziges Mal ziemlich stark sein. Und jetzt kommen wir zum Ultra Smash. Auch Rob hat einen Hyper Beam drauf. Bam. Jo. Ha. Also Rob hat einen. Ist auf dem Kasten. Training. Gut. Mal sehen. Sollte ich das noch weiterführen? Naja, okay. Wir haben fast alle Charaktere durch. Im nächsten Part, das wird auch der letzte Part des Solo-Player-Modus sein, werden wir uns noch die restlichen Movesets der restlichen beiden Tabellen hier angucken. Und dann war es das, Leute. Mein Gesamtfazit werde ich dann noch im letzten Part noch dazu abgeben. Und wir sehen uns wieder. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush4TheFreak18. Einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Super Smash Bros. 4 für den 3DS. Also ciao!